Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute geht es um Next Era Energy. Wir gucken uns also eine weitere von meinen Aktien, die ich bereits seit ungefähr 2 Monaten ziemlich genau auf den Tag im Depot habe. Ist ein Energielieferant, Erzeuger, was alternative Energien angeht, also ja, natürliche Wind-, Solarenergie und so weiter. Und ich denke, das ist auch gleich wie beispielsweise Apple oder noch eine andere Aktie, die ich halte, eine der Firmen, die einfach langfristig solides Wachstum haben, wenn auch nicht übertrieben groß. Das könnte sich ändern jetzt in der nächsten Zeit. Müssen wir mal schauen. Kann aber auch sein, dass da schon ein bisschen was in den Aktienpreis eingepreist ist. Werden wir mal sehen. Aber langfristig betrachte ich das schon irgendwie als sichere Anlage vom Geld im Sinne von, dass ich, wenn ich hier in 2,15 Jahren verkaufen sollte, weil ich möchte oder Geld brauche, einfach mindestens dasselbe habe, was ich investiert habe. Worum geht's? Also es ist eine Firma, die in erneuerbare Energien hauptsächlich investiert. Die Firma teilt sich so auf, dass im Grunde die Oberholding die Next Era Energy Company ist. Florida Power and Light ist die größte, so sagen sie selber jedenfalls, Energieversorger, Firma für Endkunden oder eine der größten zumindest in Amerika mit über 5 Millionen Accounts oder Kunden. Dann gibt es noch die Next Era Energy Capital Holding. Das ist im Grunde die Oberholding, wo dann die weiteren Investitionen für zukünftige Projekte laufen. Da werde ich auch noch ein bisschen später drauf eingehen. Da haben wir nämlich die Next Era Energy Resources, was halt über Windkraftanlagen, Solarkraftanlagen, aber auch Pipelines und alles an Zubehör, was so zur Energieübertragung und so weiter notwendig ist, an Investitionen halt verwaltet. Ja, das ist so der grobe Überblick. Also hier sehen wir es nochmal ein bisschen genauer. Natürlich ganz klar, für erneuerbare Energien ist man immer auch mit Wind, Solar, aber auch Nuklear, vor allen Dingen aber auch Energie, Storage-Geschichten, also Batterien und so weiter. Was mich am Anfang ein bisschen überrascht hat, Natural Gas, ich habe mir das dann ein bisschen genauer angeguckt, was das bei erneuerbaren Energien im Regelfall betrifft. Da geht es eher in Richtung Biogas, was man ja beispielsweise aus Pflanzenabfällen oder Mist von Nutztierhaltung oder, entsteht ja beim Fäulnisprozessen diverse Gase und daraus versucht man dann unter anderem, also es gibt verschiedene Methoden, aber das ist eine der Methoden, wie man auf natürliche Weise Gas erzeugen kann, was dann halt im Grunde CO2-neutral ist, weil natürlich, wenn die Kuh Mist erzeugt, würde das ja so oder so bei der Verwesung in die Atmosphäre gehen. Also ist jetzt nichts, was zusätzlich bei Verbrennung jetzt extra aus dem Boden geholt wurde und dann zusätzlich in die Atmosphäre kommt, sondern im Grunde etwas, was so oder so von Haus aus im Kreislauf wäre. Ja, und dann natürlich die ganze Versorgung an Endkunden, inklusive auch Pipelines, beispielsweise für Gas. Und laut eigenen Aussagen, das war jetzt natürlich auf die Schnelle nicht so wirklich nachvollziehbar, bezeichnet sich die Firma als weltgrößter Erzeuger von erneuerbaren Energien, von Wind- und Sonnenenergie. Wir müssen uns dabei ein bisschen, ein paar Dinge ein bisschen genauer angucken. Es gibt natürlich einmal den Großhandelsbereich im Sinne von, dass Energie erzeugt und an andere Firmen verkauft wird. Und es gibt den Einzelhandelsbereich. Warum ich darauf eingehen möchte, ist, dass die Firma in Bereichen tätig ist in den USA. Das ist nicht bundeseinheitlich geregelt, ob das jetzt reguliert ist oder freie Marktwirtschaft oder wie auch immer, sondern das macht im Grunde jeder Bundesstaat für sich selber. Ja? Und das heißt, mit dem, wo sie ihr Hauptsitz haben, nämlich in Florida, unterliegen sie der Regulierung, die in Florida einfach gilt. Im Gegensatz dazu, beispielsweise Kalifornien, ist eher ein Vertreter davon, dass freie quasi Marktwirtschaft stattfinden kann und dann auch Unternehmen einfach, so wie man es im Grunde von hier kennt. Du hast verschiedene Anbieter, die können ihr Produkt anbieten und der Kunde kann entscheiden, welches er nutzen will und demzufolge für sich selber in Anführungszeichen den Preis festlegen. Wobei man dazu sagen muss, das werden wir auch gleich noch sehen, dass die Preise natürlich gerade von regulierten Staaten, was hier die blaue Linie, die hellblaue Linie, ich hoffe, man kann das gut genug sehen, darstellt,
wesentlich niedriger ist als die nicht regulierte, was die obere Linie hier darstellt. Ja, also das heißt, im Grunde sind die einer der größten Anbieter von Energieversorgung in den USA. Zeige ich euch gleich auch noch eine Liste. Sie haben halt in Anführungszeichen den Nachteil, was aber vielleicht auch ein Vorteil langfristig ist, dass sie aus einem regulierten Bundesstaat zumindest den Haupterzeugeranteil haben momentan und deshalb vielleicht in den Umsatz- oder Gewinnzahlen nicht ganz so einfach mit anderen Firmen mithalten können, pro Kunde gesehen, ja. Aber je mehr das in Richtung Deregulierung beziehungsweise auch die anderen Bundesstaaten, sie bauen immer mehr Projekte auch in anderen Bundesstaaten aus. Was bedeutet natürlich dann, wenn sie da auch in Bundesstaaten reinkommen, wo nur eine Teilregulierung oder überhaupt keine existiert, kann sich natürlich die Gesamtmarge am Ende des Tages erhöhen. Ich habe hier nur eine relativ alte Übersicht gefunden über die größten Energieanbieter in den USA. Ist leider von 2014, aber deckt sich im Grunde mit allem, was ich so mehr oder weniger inhaltlich gefunden habe zu dem Thema. Da haben wir einmal Florida Power and Light, ist halt das Haupt, die Hauptunterfirma von NextEra Energy, was die Energieerzeugung angeht, mit zumindest damals den meistverkauften Kilowatt- oder Megawattstunden im Verhältnis zum Beispiel Pacific Gas and Electric. Sonst relativ groß nach einer Fusion ist auch noch Duke Energy, auch wenn das jetzt hier nicht so aussieht von den Megawattstunden her. Aber von den Kundenanzahlen sieht man das auch schon, ist zumindest damals und auch heute scheinbar noch ein bisschen größer, wobei die nächsten zwei, drei Konkurrenzfirmen halt in etwa gleich groß sind mit NextEra Energy, aber eben nicht in der Erzeugung von Megawattstunden. Und hier ist halt noch ein Durchschnittspreis, was sie in Cent pro Kilowattstunde verrechnen. Und da sieht man halt einen deutlichen Unterschied, jetzt nicht unbedingt zu Duke Energy, was scheinbar auch aus einem regulierten Staat kommt. Aber wenn ich mir hier New York angucke mit Consolidated Edison oder Pacific aus Kalifornien, genauso wie California Edison, hier mit über 16 Cent im Verhältnis zu 10. Das ist halt das, was ich vorher gemeint habe. Ja. Also ist natürlich erstmal ein Nachteil, wenn du hauptsächlich in einem regulierten Staat bist, aber dafür können sich die Bewohner des regulierten Staates halt auch nicht einfach aussuchen, von wem sie ihre Energie haben wollen, sondern müssen im Grunde auf den zugelassenen Anbieter sich registrieren. Ja, das heißt, du hast im Grunde auch einfach Fixkunden, die dir nicht so ohne weiteres wegfallen. Und wie gesagt, je mehr die sich natürlich ausbreiten und neue Projekte erschließen, desto mehr kann dann natürlich im Grunde auch die ganze Marge steigen, wenn das mehr Leute für sich in Anspruch nehmen. Okay, was gefällt mir an der Firma im Verhältnis zu einigen anderen sehr gut? Hier sieht man die quasi Konkurrenzvergleich, was ihre Verschuldung angeht, in Prozent zu dem, was sie an insgesamten Vermögenswerten haben. Ja, da sieht man hier, NextEra Energy liegt bei ungefähr 40% langfristigen Schulden im Verhältnis zu dem, was sie an Vermögenswerten haben. Der Rest ist zumindest bei 50 und teilweise sogar über 70%. Das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Da gefällt mir das doch ganz gut hier. Und hier sehen wir einige Grafiken, was die Investitionsvorhaben von NextEra Energy angeht. Seit 2000 haben sie über 130 Milliarden in langfristige und regulierte Geschäfte in erneuerbare Energien investiert. Ja, so sieht man hier richtig schön, wie das jedes Jahr steigt. 2018, 2019 nochmal gestiegen. Und das setzt sich natürlich auch weiter fort. Wenn wir nachher noch Folien auch sehen, was sie für die nächsten 2 Jahre allein geplant haben, mit den Investitionen zusammen, sobald die fertiggestellt und natürlich in Verwendung sind, steigt natürlich auch der Cashflow der Firma. Sehr, sehr schön, wie ich finde, jedes Jahr konstant hier. Im Grunde ist nicht ganz eine lineare Entwicklung, aber auf jeden Fall ein schöner Trend. Und hier sieht man halt den Unterschied zu den investierten Geschichten, da was deutlich mehr ist im Verhältnis zu dem, was die Steigerung an Cashflow angeht. Das ist ein bisschen was, wo man vielleicht ein Auge drauf haben muss, dass die Firma momentan unter Umständen hoch oder zu hoch bewertet ist. Das muss sich aber jeder selber so ein bisschen einen Überblick verschaffen, weil diese starken Investitionen wirken sich natürlich im Grunde auf den Cashflow aus. Also im Grunde
sind sie in Anführungszeichen negativ, wenn man das betrachtet, was sie da alles investieren. Ja, also sie haben natürlich hier schön steigende von 2015 6 Milliarden Cashflow zu 2019 über 8 Milliarden. Also das ist schon, wie ich finde, eine enorme Steigerung. Insbesondere hier von 2018 auf 19 sind einige Projekte offensichtlich fertig geworden und dann in Betrieb gegangen, die halt da einen ganz schönen Sprung bewirkt haben. Aber ich denke, da wird auch in der Zukunft noch einiges in den Bereichen sich bewegen können. Mit den Investitionszusammen, was man hier sieht, von über 12 Milliarden, heißt es aber natürlich, und den Zukäufen, man ist am Ende des Tages in Anführungszeichen negativ vom Cashflow her. Ja. Finde ich jetzt nicht super tragisch, weil man halt einfach sehr, sehr stark wächst und somit natürlich auch die zukünftige Renditeentwicklung einfach sicherstellt. Hier schreiben sie nämlich selber beispielsweise, dass sie über 50 Milliarden innerhalb der nächsten 2 Jahre, also bis 2022, investieren werden in Infrastrukturprojekte in den USA. 50 Milliarden. Wir müssen uns im Hinterkopf behalten, die Firma ist im Moment mit ungefähr 160 Milliarden bewertet, aber 50 Milliarden allein in den nächsten 2 Jahren. Also vielleicht habe ich jetzt hier irgendwie bei den Zahlen ja nicht ganz die richtige Vergleichsgröße gefunden, aber wenn ich das richtig verstehe, wird sich in etwa deren Volumen zumindest substanziell erhöhen, was in den nächsten 2 Jahren allein dazu kommt. Was ist so bisher die Entwicklung aus der Investorenpräsentation von den letzten Jahren? Vom 2019 bis jetzt drittes Quartal ist natürlich hier die Übersicht, hat sich der Gewinn pro Aktie um 11% im Jahresvergleich erhöht. Sie haben hier das, was ich vorhin schon angesprochen habe, Ihre Kunden haben im Schnitt 30% unter dem landesweiten Schnitt ihre Rechnung. Ja, also das ist natürlich schon was, je mehr dann da die Möglichkeit besteht, dass man die Dienste von der Firma nutzen kann, weil sie auch in anderen Bundesstaaten aktiv sind, desto eher wird natürlich dann da auch so eine Firma zum Zug kommen und ihre langfristigen Kunden einfach den Stock erhöhen können. Ja, plus sie haben halt einige weitere große Expansionen jetzt vor sich, allein auch für Florida Power and Light, aber auch die anderen Unterfirmen, die da dazugehören, wie die Gulf Power und die Energy Resources Abteilung, was halt im Grunde die Expansion in anderen Bundesstaaten, aber beispielsweise auch in Kanada im Grunde über hat. Und um auf die Energy Resources Abteilung mal ein bisschen genauer hinzugucken, 45 Seiten von der Präsentation können wir uns natürlich nicht alle angucken, aber allein diese, was sie jetzt quasi schon an Projekten haben oder umgesetzt haben im letzten Jahr, sind halt 2.500 Megawatt. Wenn man ungefähr sich überlegt, ein Haushalt braucht im Jahr, also ein Zwei-Personen-Haushalt im Schnitt hier, wo wir leben, ungefähr 3 Megawatt an Verbrauch, ja. Und die haben halt 2.000 da hinzugefügt im letzten Jahr und davon ungefähr ein Viertel in Wind, die Hälfte nicht ganz in Solarenergie und halt noch Batteriekapazitäten und so weiter. Ja, was ich toll finde, sie haben halt über 15.000 Megawatt an erneuerbaren Projekten noch, die halt im Grunde schon geplant sind, aber noch nicht umgesetzt und damit natürlich mehr als im Moment ihre eine Unterabteilung, also nicht die Florida Power and Light, aber die Energy Resources, was sie bisher verwalten. Fast dasselbe nochmal, also ungefähr 20.000 Megawatt haben sie dort im Moment unter Verträgen. Und da kommen nochmal 15.000 allein dazu. Also das ist halt einer der Teilbereiche, was insgesamt zu dem heftigen knapp 50% Investitionszuwachs potenziell, oder sagen wir mal, zwischen 30 und 50, ich kann es nicht genau einschätzen, weil sie haben ja in den letzten 20 Jahren ungefähr 130 Milliarden investiert und da jetzt eine Firmenbewertung von ungefähr 160 Milliarden. Und sagen wir mal, ein Drittel von dem, was sie schon umgesetzt haben, soll jetzt also noch dazukommen. Und hier sieht man halt, wie sie von den unterschriebenen Verträgen aus 1920 hier in etwa dasselbe ist im Moment unterschrieben für das aktuelle Jahr, was schon fix ist, aber die Erwartungen sind halt, dass es bis so, ja, sagen wir mal 30% mehr wird und in ungefähr
2 Jahren, also Ende 22, rechnet man eher damit, dass sich das Ganze, was man jetzt hat, ein bisschen, also sagen wir mal, verdoppelt oder sogar ein bisschen drüber hinausgeht, ja, weil halt einige Projekte dann fertiggestellt werden, wie ich gerade vorher schon versucht habe, ein bisschen zu verdeutlichen. Und was das Ergebnis angeht, ja, der Earnings per Share, sieht man hier halt aufgelistet. Eine der Hauptfirmen, was so den Anteil der Earnings angeht, die Florida Power and Light, ist um ziemlich genau 10% gestiegen. Gulf Power ist leicht gestiegen. Energy Resources erstmal noch nicht, aber da ist halt sehr, sehr viel, was an Investitionen gerade läuft. Und ja, so hat sich halt vor allen Dingen adjusted, sollten wir besser gucken. Durch die ganzen Investitionen ist natürlich schwer, das sonst wirklich zu vergleichen. Aber sagen wir mal, alles in allem ungefähr 10% Steigerung vom letzten Jahr, Quartal 3, auf dieses Jahr, Quartal Nummer 3. Und das ist halt auch im Grunde deren eigene Projektion für die Zukunft, was sie im Grunde so sich im Jahresvergleich als Ziel gesetzt haben. Ja, hier sieht man das nochmal. Ungefähr 50 Milliarden haben sie an geplanten Investitionen bis 2022. Hier sehen wir wunderbar, wo die Firma alles investiert ist. Ein Riesenaugenmerk liegt natürlich auf den Bereich Florida. Wie ich ja schon gesagt habe, da haben sie ihren Hauptsitz und auch die größte Energieerzeugungsabteilung mit der Florida Power and Light und auch der Gulf Energy. Aber sie sind eben auch in den Metropolregionen an der Ostküste, genauso wie in Kalifornien, stark vertreten und auch schon in 4 Bundesstaaten in Kanada. Und das ist eine Zahl, auf die ich gleich noch auch zu sprechen kommen werde, in der Aussicht, die ich für diese Firma habe. Nämlich Shareholder Value über die letzten 15 Jahre. Das ist mal eine Hausnummer, da kann auch der S&P nicht mehr mithalten. Und da sehen wir es nämlich, sie selber geben an, müsste man dann natürlich dann fact-checken, aber ich gehe nicht davon aus, dass eine irgendwie 75 Jahre alte Firma da jetzt so grob einfach Zahlen in den Raum schmeißen kann, ohne dass die Tatsachen entsprechen. Aber in der 1, 3, 5, 7, 10 und 5, 15-Jahres-Betrachtung hat die Firma den Utility-Sektor, also die Konkurrenzfirmen, den allgemeinen Sektor, in dem sie sind, outperformed. Also sie haben, vor allem sie schreiben selber, sie haben jede andere Firma aus dem Index outperformed und sogar 85% der Firmen aus dem allgemeinen S&P 500. Ja? Also sprich auch Firmen, wo halt Apple, Amazon, Google, Tesla und so weiter dabei sind. Ja, jetzt natürlich nicht zwingend diese Firmen. Aber wenn man sich überlegt, dass das ja im Grunde eine Darstellung der 500 größten Firmen, die an den US-Börsen gelistet sind, ist und sie haben 85% davon outperformed, ist natürlich nur eine relative Aussage, könnte genauso gut auch heißen, dass irgendwie 90% der Firmen haben minus 20% gemacht und man selber hat halt nur minus 15% gemacht. Aber wir haben ja die Zahlen gesehen, da ist ein stetiges Wachstum von ungefähr 10% im Jahresvergleich gewesen. Und gucken wir hier noch kurz auf Yahoo Finance. Also 164 Milliarden ist im Moment deren Bewertung. In den letzten 6 Monaten ist die Aktie von ungefähr 70, sagen wir mal um 20% gestiegen. Jetzt gerade kürzlich, Anfang des Jahres. Ist natürlich klar, immer so kurz vor Earnings habe ich so das Gefühl, geht hier die Aktie einfach mal um das, was sie quartalsübergreifend halt an Steigerungen hat, rauf. Das war hier im Oktober schon mal so mit Earnings und jetzt hier mit Januar ist es auch schon mal wieder der Fall. Weil sonst habe ich keine News gesehen, warum die Firma oder warum jetzt gerade hier die Aktie in den letzten 2 Wochen so stark sich entwickelt haben sollte. Aber zusätzlich, sie zahlen auch schon eine Dividende von 1,6%. Da sehe ich auch langfristig gar kein Problem. Und auch die ist geplant, dass sie weiterhin einfach steigt. Ja, natürlich im, sagen wir mal, hohen einstelligen Bereich von dem Prozentsatz her. Ja, also wir sehen hier natürlich schon einen deutlichen Sprung. Bin mir jetzt nicht ganz klar, ob jetzt schon in Kürze irgendwie so viele Projekte fertig werden, die das rechtfertigen würden. Aber ich gehe einfach mal vorsichtig. Hier im Jahresvergleich sieht man ja, nicht ganz 10% ist die erwartete Earnings per Share Steigerung fürs nächste Jahr. Also ganz normal wie auch vom letzten zum diesem Jahr. Nichts Absurdes, nichts Außergewöhnliches, aber aus meiner Sicht einfach eine super solide Firma, die natürlich in einem schönen Sektor ist, der zukünftig natürlich auch noch absolut im Fokus der neuen US-Regierung liegen wird.
und demzufolge sicherlich keine Probleme haben sollte, da ihre laufenden Projekte und auch schon das Geplante, was sie halt umsetzen wollen, dann auch tatsächlich in Endkundenverträge ummünzen zu können. Insofern ist das meine Sicht der Dinge zu NextEra Energy. Ich habe bisher nur eine kleine Position mit nicht ganz 5%. Ich kann mir vorstellen, dass ich da noch ein bisschen mehr investiere, auch wenn ich natürlich eher hauptsächlich in große Wachstumsfirmen, sowas wie Alibaba, Apple oder investiert bin. Aber ich finde das auch nicht so schlecht, einfach ein paar defensivere Geschichten im Portfolio zu haben, bei denen man sich halt keine Sorgen machen muss, dass da irgendwie eine schlechte Nachricht, den Kurs versaut. Aber auf der anderen Seite kommt natürlich auch mit einer guten Nachricht nicht einfach irgendwie ein riesen Kurssprung nach oben. Dafür ist das natürlich zu riesig. Machen wir uns nichts vor. Aber ja, mir gefällt die Firma sehr, sehr gut. Wie gesagt, kann mir auch vorstellen, dass ich da meine Position noch erhöhe. Muss ich mal gucken. Aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, denkt dran, macht euch natürlich eure eigenen Gedanken. Das ist keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung, sind nur meine persönlichen Gedanken. Wichtiger als das natürlich, bis zum nächsten Mal. Arbeitet immer auch an eurem Traum. Macht's gut. Ciao, ciao.